So Leute, wir befinden uns auf jeden Fall. Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind auf dem Weg nach München. Es ist lange her, ich war jetzt sehr lange nicht mehr in München. Ich glaube 1,5 Monate oder länger, 8 Wochen, 2 Monate, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall fahren wir nach München und wir werden die Pizza vom besten Pizzabäcker Europas essen. Ich habe gestern dort angerufen, dort so gesagt reserviert für heute 17.30 Uhr. Wir kommen 16.30 Uhr in München an. Wir haben noch eine Stunde, dann sind wir in München. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Ich habe auf jeden Fall 2 Stunden in diesem Zug so geschlafen. Ich muss auch ehrlich sagen, im Zug schlafen ist so eine Sache, ich liebe es. Und viele Leute hatten mich gefragt, was das hier für eine Tasche ist. Weekday-Tasche, die kostet 40 Euro. Ich bin hauptsächlich hier, weil ich am Montag um 7.45 Uhr meinen Termin habe für mein Visum für die USA-Reise. Munich, wie geht's uns? Ich bin gerade so durch meine Nachrichtenanfragen gegangen. Schaut mal, wer mich einfach geschrieben hat. Ich habe nur auf meinen Namen reserviert. Crazy, die Pizzeria. Wir haben erfahren, dass du einen Tisch bei uns reserviert hast. Bla bla bla, ich darf wahrscheinlich so ein bisschen in die Küche. Schauen wir mal. Richtig nice. Ich sollte mich vielleicht öfters ankündigen bei Restaurants. Ist vielleicht ganz nice. Ich freue mich auf jeden Fall. In einer Stunde ist die Reservierung. Jetzt holt mich Lukas ab, der kommt ein bisschen später, weil ich habe ihm gesagt um 16.45 Uhr, weil ich meine Freunde ungern warten lasse. Einfach, der Zug fährt nach Bologna. Wo bist du? Bis rechts oder links? Starbucks. Alles fit, Bro? Können wir einfach mal kurz darüber reden, dass hier einfach i3 gibt und in Wien habe ich einfach Peugeot 506 oder sowas. 14 km/h schon jetzt. Boah, Junge. Also, ich kenne wirklich niemanden, der so lost ist wie du. Ich habe doch gesagt, ich reserviere das Auto. Wenn du aufmachst, es geht die Alarmanlage. Es ging ohne einfach. Ich habe mich nur so kurz abgeduscht zu Hause, dann pennen gelegt. Riecht man? Riecht man. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu La Pergola. Ich habe euch eh gerade gezeigt, die haben mir auf Instagram geschrieben. Ich freue mich jetzt. Und es ist auch irgendwie geil, so ein bisschen wieder durch seine eigene Hut zu fahren. Das hier war der Weg, glaube ich, zu mir in die Arbeit oder ich weiß es nicht mehr. Wir sehen uns jetzt gleich dort. Ich hoffe, wir werden sehr nett empfangen. Der beste Pizzabäcker Europas erwartet uns dort. Ich weiß, es gibt immer viele Meisterschaften, viele Weltmeisterschaften, wie auch immer. Am Ende des Tages, der wird wahrscheinlich eine sehr krasse Pizza machen und wir gehen einfach hin und werden das genießen. Vielleicht ein bisschen Wein, ein bisschen Pizza, ein bisschen Risotto, ich weiß es nicht. Leute, ganz kurz für euch. Ich habe gerade einen Hack rausgefunden bei ShareNow. Ich habe euer System durchgespielt. Ich bin jetzt sehr außerhalb hier und habe das Auto hier nochmal deaktiviert und wieder aktiviert. Und dann kriegst du diesen Prozent-Rabatt, weil das Auto so weit außerhalb ist, damit es jemand nimmt und in die Stadt bringt. Jetzt habe ich 2 Stunden aktiviert, weil ich es beim Restaurant nicht direkt abschalten kann. Also das Auto kostet eigentlich sonst 40 Cent oder 36 und jetzt kostet die Minute 16 Cent. Hack für euch da draußen, versteht ihr? So bleibt man reich oder wird man reich. Verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, warum sage ich aber Zuschauerin als zweites? Auf jeden Fall, wir befinden uns nicht direkt in München, sondern in Garching. Garching, ich glaube, es gehört zu München, aber ist nicht München, so kann man sich's vorstellen. So eine kleine nette Ortschaft, bisschen älteres Klientel. Ruhig, entspannt, die Luft zu atmen macht hier noch Spaß. Und ja, jetzt schauen wir rein auf jeden Fall. Wir sind schon wieder zu spät, das ist so ein Ding einfach. Randy kommt immer zu spät. La Pergola. Cucina Italiana. Was? Immer wenn wir uns treffen, das scheiß Wetter. Ja, du sollst dich mal fragen, warum, Kollege? Buongiorno. Buongiorno. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ich habe reserviert für 2 Leute auf Randy Gamble. Ja. Dankeschön. Schön. Wir hätten gerne eine Diavola. Und welche ist die Pizza, die am besten funktioniert? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die Parma Rucola. Aber gibt es eine, wo du sagst, die muss man eigentlich nehmen? Muss man nehmen, okay. Also wir haben die Bufala. Die schmeckt auch sehr gut mit Büffelmozzarella. Und Stracciatella, oder? Nein, Büffelmozzarella. Ah, nur. Und Cocktailtomaten. Boah, die könnte halt auch sehr krass sein. Wenn du mal was ganz anderes willst, wir haben da 3 Special Pizza. Aha. Mit Mortadella, Burrata und Pistazien. Ich glaube, ich nehme die. Ich war erst in Bologna jetzt vor einer Woche. Ist es gut in Mortadella? Oder? Ja. Dann nehme ich die. Ich nehme die, ja. Okay. Da vertraue ich jetzt. Vertrauen ist gut. Wenn du es schon kennst, dann ist schon was. Ja. Nicht Stracciatella-Joghurt, wie du es aus deiner Kindheit kennst. Cheers, mein Freund. Cheers. Auf was? Auf Garching. Auf dem Garchinger Fußballverein. Wer ist das? Kennst du die Mannschaft hier? OF. Keine Ahnung. Sind die gut, aber? Ja,
Ja, sehr gerne. Chardonnay verlässlich, aber der hat auch viel Säure. Für den Chardonnay, finde ich. Der könnte noch buttriger sein. Ich sage aber so, wie es ist, die Weinauswahl könnte viel größer sein. Übelst viel Naturweinauswahl und so. Das kommt richtig nice, finde ich. Wenn du so 10 Minuten Zeit hast, um dir Wein auszusuchen. Weißt du, ich meine, das ist geil. So, guten Abend. Wer ist hier, der Chef? Alles gut? Ja. Freut mich. Wie geht's? Wie läuft's beim Backen? Ich habe ein Bike hier. Ja. Ich mache jetzt so halb und dann mache ich fertig. Okay. Du kannst einfach machen wie immer, ich fülle ein bisschen mit. Jetzt muss ich aber mal fragen, welche Europameisterschaft? Wann hast du gewonnen? Wann war das? Ich war im März. Im März? Ja. Ah, da ist die Trophäe, ja? Die Trophäe ist da. Ah, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Diese war die erste in Deutschland, in Europa. Und direkt du gewonnen, ne? Ja, so, du bist jetzt die Nummer 1. Genau. Sehr schön, sehr war schön. War 240 für ganz Europa. Ja. Ich habe den ersten Platz gemacht. Sehr, sehr schön. Und was musstest du so alles machen? Pizza. Ja, Pizza, auch eigene Teig. Kreation? Eigene Kreation. Ah, okay. Und diese Pizza ist auch eine eigene Kreation, oder? Genau. Ah, okay. Also Leute, die Pizzen, die auf jeden Fall aus diesem drehenden Ofen rauskommen, sehen wirklich richtig crazy aus. Und von 240 Personen, die erste Meisterschaft, die jetzt in Deutschland waren, hat der Herr gewonnen. Versteht ihr, Leute? Bester Pizzabäcker Europas. Wenn der Ofen sich dreht, dann muss man die Pizza drin nicht mehr drehen, oder? Nicht mehr drehen. Ah. Das ist eine Ferrari von Pizza. Ah, okay, okay, okay. Normalerweise okay. Bleibst du immer eine. Immer der, was immer noch dreht. Stimmt. Schlau. Wie lange lässt du die Pizza drin? Zweieinhalb. Zweieinhalb? Wie können wir dich auf YouTube finden? Einfach Randy Gamble. RANDY. Und dann Gamble, GAMBLE. Da bin ich schon, genau. Der ist da, oder? Ja, genau. Danke. Oh, das ist Mortadella für meine Pizza, gell? Ja. Oh, okay. Hier ist auf jeden Fall auch eine Küche. Hier geht's heiß her. Und jetzt machen wir die Pizza bereit machen. Das ist mit der Mortadella, mit dieser ist gut. Okay, das schauen wir uns noch an. Ja, das schaue ich mir noch an. Wer fast zu früh gegangen? Die Pizza wird jetzt noch belegt, gell? Also Leute, das ist die spezielle, die ich bestellt habe. Eine Eigenkreation. Mortadella aus Bologna. Ja. Ja? Pistazio von Sizilien. Aha. Und Burrata von Napoli. Ich war vor einer Woche in Bologna. Echt? Ich habe die beste Mortadella gegessen. Unser Chefkoch ist von Bologna. Ja, ich war vor einer Woche dort. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Mortadella-Fan. Sieht wunderschön aus, Chef. Jetzt gehen wir auf jeden Fall was essen, Leute. Es ist eng hier, alle sind am Arbeiten. Ich störe nur mit dieser Kamera, deswegen will ich niemanden nerven. Ciao. Ciao. Dankeschön. Mortadella. Dankeschön. Noch ein Weizen. Hat nicht geschmeckt. Ja? Hat nicht geschmeckt. Der Wein? Ja. Doch, deswegen ist er leer. Jetzt kommen wir zum schönen Teil, zum schönsten Teil dieser Geschichte. Du willst diese Pizza aber nicht mit Messer und Gabel komplett essen. Soll ich sie nicht schneiden? Schneiden, ja. Aha. Ja? Ja, krass. Salami auch scharf? Ich muss auch ehrlich sagen, die Pizza sieht super aus. Einzige Sache, Teig ist perfekt aufgegangen. Und ich sag dir, was mir aufgefallen ist, warum das so ist. Die haben den Ofen, da dreht sich die Pizza drin. Das heißt, der Jolo muss nicht mehr, der muss nicht mehr dieses Drehen machen. Ich weiß nicht, was Luigi dazu sagen würde. Ich find's eigentlich ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Aber der Pizzajolo muss wirklich nur noch sauberen Teig vorbereiten. Da steckt die Magie drin. Die Pizza nice machen, den Teig schön rausmachen, dass die Luft drin bleibt. Schau mal, wie schön die aufgegangen ist. Ja, hier ein bisschen hell, aber ansonsten... Ich sag dir ehrlich, eigentlich lasse ich mir die immer schon geschnitten geben. Ja. Das verteilen wir schön über diese Mortadella. Pistazien? Bist du Mortadella-Fan überhaupt ja, so? Okay. Okay, der Teig ist etwas dicker, fällt mir auf. Unten nicht so ganz dunkel. Baby. Oh, Baby. Oh, Baby.
Boah, ich bin halt absoluter Mortadella-Fan. Mm. Auf meiner Pizza ist ja keine Tomatensauce. Trüffelpizza ist doch meistens auch ohne Tomatensauce, oder? Oft, glaube ich schon. Ich habe Trüffelpizza so selten gegessen, weiß ich gar nicht. Weißt du, Trüffelpizza? Alle Leute, die ins Hugos gehen, Trüffelpizza essen und sagen, die ist schlecht. Die ist gar nicht so schlecht, ich bin dir ehrlich. Die Pizza ist Hammer. Das war ein Biss, ich will nur sagen, es war ein Biss. Die sind weltweit Platz 18, gell? Weltweiter Platz 18. Es gibt nur 18 von der Pizza. Er als Pizzaiolo. Seine Pizza, so wie er sie macht, ist weltweit Platz 18. Das heißt, es gibt nur 17 Leute, die eine bessere Pizza machen für die Jury, die an dem Tag auf der Meisterschaft war. Das ist ein großes, wird eine große Jury gewesen sein und sowas. Das darf man jetzt nicht so sehen, wie wenn Deutschland Weltmeister wird. Es gibt da nur eine Weltmeisterschaft. Es gibt natürlich mehrere, aber trotzdem muss man sagen, ich sehe das auch schon. Die Pizza sieht sehr, sehr gut aus. Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. So, ladies and gentlemen, dieses Salamistück werden wir jetzt mit dieser Soße hier bedingen. Ich sage euch ehrlich, die ist nicht zu unterschätzen. Da sind so richtige, schaut euch das mal an. Boah! Tschüss. Aber ich sag ehrlich, die Salami sieht gut aus. Buenos dias. Die ist sehr geil, die Pizza. Die ist sehr, sehr geil. Die ist sogar besser als meine, bin ich ehrlich. Ich sag so, wie es ist. Dieses Pizza-Konzept, was der Pizzaiolo sich ausgedacht hat, ist eine sehr, sehr geile Idee. Einzige Sache, die da noch fehlt, aber die fehlt ja nicht wirklich, weil sie steht hier am Tisch, ist Schokolade, Spaß. Ist Black Pepper. Hier, schau, ich habe für dich ein leckeres Stück vorbereitet, mein Freund. Warte, das wird runterfallen. Ich stell's dir hin. Ich leg's. Ah, okay. Kannst du dich einfach hinstellen. Du störst dich. Dankeschön. Was sagst du? Schwarzer Pfeffer und jetzt Maschine. Schwarzer Pfeffer kann komplett rein. Echt? Mhm. Bruder, der schwarze Pfeffer ist das Einzige, was für mich gefehlt hat jetzt. Schwarzer Pfeffer, Bruder, finde ich. Aber vielleicht magst du nicht so gern Pfeffer. Du bist nicht so der Pfeffertyp. Dann keine Pfeffermühle mehr bekommen. Wir werden den Part jetzt hier drin beenden. Wir sehen uns gleich vor dem Restaurant. Aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ich werde euch noch ein genaues Fazit geben. Aber bis jetzt rundum sorglos, quadratisch praktisch glücklich. Ehrlich, krass. Ich bin gerade zufällig spontan rausgekommen, dann stand hier einfach die Kamera. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, Leute, ich muss ehrlich sagen, Lukas hat auch gemeint, eine der besten Pizzen, die er je gegessen hat. Ich bin euch ehrlich, absolut verliebt in diese Pizza. Es war super lecker. Lukas hat den besseren Call gemacht. Seine Pizza war ein bisschen leckerer, aber Teig super. Der Typ weiß genau, was er macht. Es war jetzt auch nicht für mich. Ich habe mich jetzt nicht so gesehen, dass ich sage, hey, ich komme hierher und bewerte seine Pizza. Er ist nicht umsonst auf dieser Meisterschaft so erfolgreich gewesen. Es war super lecker, 10 von 10. Einzige Sache ist, La Pergola hat uns eingeladen. Wir gehen jetzt kurz zu einer Bank. Ich heb noch mal ein bisschen Bargeld ab, lass ein schönes Trinkgeld da. Ein dickes Musti geht raus. Garing, ich weiß die Adresse nicht. Münchner Straße 4A, ich weiß die Adresse doch. Schaut hier vorbei, probiert es auf jeden Fall. Dankeschön. Zu late. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Villa Joe. Schönen Sonntag euch. Peace out. A-Town.